Hallo und willkommen bei Cook & Bake bei Yuka. Die Weihnachtszeit naht und deshalb backen wir heute einen Bratapfelkuchen. Zuerst gebt ihr Mehl in eine Schüssel und macht eine kleine Kuhle in das Mehl. Dann schlagt ihr das Ei dazu. Zuerst streut ihr den Zucker zum Mehl. Danach die zerlassene Butter. Jetzt wird alles gut vermischt. Ich gebe zum Schluss dem Teig das Backpulver und den Vanillinzucker bei. Nochmal alles gut umrühren. Ich gehe dann dazu über, den Teig mit einem Schaber oder mit der Hand weich zu kneten. Der Teig kommt nun in eine mit Backpapier ausgelegte und mit Butter am Rand eingefettete Backform. Verteilt den Teig gleichmäßig und formt einen kleinen Rand. Kommen wir zur Puddingfüllung. Hierzu gebe ich das Puddingpulver und den Zucker in eine Schüssel und mische alles schon einmal durch. Anschließend gebe ich die 3 Becher Sahne dazu und vermische alles zu einer glatten Masse. Halbiert jetzt die Äpfel und entfernt das Gehäuse mit den Kernen. Wer mag, kann die Äpfel auch schälen. Positioniert nun die Apfelhälften auf dem Teig. Nun nicht wundern, ich habe den Pudding mit Absicht nicht vorgekocht und diesen flüssig zu den Äpfeln gegossen. Ja, das funktioniert auch und der Kuchen schmeckt hervorragend. Streut zum Abschluss die Mandeln auf die flüssige Puddingsoße. Nun noch die Zucker-Zimt-Mischung. Gebt ruhig reichlich von dieser Mischung drauf. Der Geschmack ist einfach himmlisch. Backt den Kuchen nun gute 55 Minuten bei einem auf 175 Grad vorgeheizten Ofen. Lasst den Kuchen gut abkühlen, bevor ihr diesen anschneidet. Danach heißt es genießen.